Tür euch verpasst. Ja, das passiert. Was spielst du? Du spielst Zick, spielst du die Rolle. Warum sind denn die Pfannen im Chat? Was hast du denn gemacht? Ich habe nichts gemacht. Wie, was hast du denn gemacht? Die Leute sagen, ich habe Flammkuchen gesagt und dann auf einmal übelst viele Fackel. Du hast Waterwalking mitgenommen. Waterwalking? Nee, ich wollte das hier. Ich hab daneben geklickt. Weil ich bin alt. Danke, die Chat. Pass auf. Also, ich habe ja ein paar Mal Mitte gespielt. Ja. Verschluckt? Sehr viel Six gespielt tatsächlich. Mhm. Muss ich gegen sie Barrier nehmen? Wieder Kali. Keine Angst. Die tötet dich mit einer Combo, aber. Du willst gar nicht mit ihr interagieren. Das ist das Wunder von Six. Das Wunder von Six ist Minions. Minions. Und Turrets. Vor allem Platten, wenn du sie kriegst. Okay, weil wenn ich einmal... Also das Meta ist sehr schlecht für dich. Ja, okay. Okay, dann zwei Basisfragen. Wenn sie eine Wolke macht, haue ich sofort meine Minen rein? Du versuchst den Weg... Also pass auf, wenn sie ist hier und du bist hier und dieser Weg, der zwischen euch beiden ist, den minst du voll. Okay. Weil du möchtest praktisch nicht, dass sie einfach an dich rankommt. Ja. Und wenn sie zu dir rankommt, ist es wichtig, dass du deinen W sofort benutzt. Genau, ich stehe falsch. Ich gehe hier hin. Genau so. Und dann gucke ich mir diese Eingänge hier an. Ja, und dein Team trollt schon wieder. Ja, wieso? Das hat hier Spaß. Ne? Mhm, ich stehe da zu zweit. Ja. Der Jungler ist auf der falschen Seite. Und ihr habt hier ein klappendes Loch. Der Jungler auf der falschen Seite? Ja, also praktisch, wie man steht, ist der Toplaner steht hier. Ja. Der Jungler steht hier. Ja. Du coverst in der Mitte, dass keiner da in die Seitenbüsche reingeht. Die beiden. Und die Botlane steht, genau. Macht die zwei Gänge zu. Okay. Hey. Habt ihr das gehört? Ja, stellt euch mal ordentlich hin. Wo hat der gegnerische Jungler gestoppt? Bot. Weil die Botlane da geholfen hat. Wo stehst du also? Ich stehe top. Genau. Super. Gut aufgepasst. So, aber was du jetzt machen kannst, ist, du hast hier gerade Priority erarbeitet. Ja. Und du kannst jetzt einen Deep Ward stellen. Wohin? Ja, entweder zu den Raptoren, aber ich würde sagen, nein, du gehst weiter. Geh nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Über die Wand zum Blut, genau. Ja, jetzt hier wäre ich mir sofort. Nee, möglich. Kann man nicht, kann man nicht. Und wenn du den ein bisschen weiter nach links oben stellst, dann hast du ein bisschen mehr Einsicht. Okay. Sie hat tatsächlich gefreezed, die Wave da. Das heißt, du hast gerade zwei Milis verloren, was sehr, sehr teuer ist. Wichtig, dass du hier sauber lastest. Genau so, einfach so ein bisschen Präsenz haben. Jetzt hast du natürlich die Wave damit angepusht und musst jetzt... It shall be done! Ja, aber du hast dich ja gut positioniert. Fisch. Okay, sehr schön. Ja, und jetzt könnt ihr den vielleicht sogar killen, ja. Gut gemacht mit dem E. Und den sollte der Olaf haben. Und dann ist natürlich die Frage, jetzt kann er genug Livestream, ja. Schön. So, gut. So gut, ne? Gut gemacht, ja. Aber ich hätte gedacht, ich fliege rüber. Ja, nee, das ist die Range zu weit. Aber das war an sich gut. Ne? Du standest gut auf der Lane, das heißt, du hattest Zeit zu reagieren. Ne? Du wusstest, er kann, wenn dann nur von unten kommen zu dem Zeitpunkt. Hast dich da gut hingestellt. So, und jetzt die Wave, ne? Das ist jetzt halt, das ist Kacke, das ne? Problem mit Six ist, dass immer, wenn du halt irgendwie was machen möchtest, pushst du die Wave. Und wenn du gegen Assassinen spielst, dann können die das sehr, sehr leicht abusen. Aber jetzt kommt die Wave dann zu dir. Ne? Das heißt, du möchtest jetzt nicht keine Spells aktuell in die Wave werfen. Okay. Sondern du möchtest, dass die Wave praktisch zu dir kommt. Du kannst Auto-Attacken auf sie, aber ich würde es nicht empfehlen. Weil die Minions dann wieder Quatsch machen, ne? Ja, genau. Ja, und jetzt willst du den Gegner pushen, pushen, pushen. Der ist low, der muss resetten, der hat keine, also kaum Kill-Pressure gerade auf dich, ne? Ja. Und wenn du jetzt praktisch die Wave immer so reinpusht. Oh! Oh! Ja, okay. Guck ihn hier. Rennen, rennen, rennen. Zwischen euch nehmen? Schwein? Entschuldigung, die Schreibe vergessen. Da war ein bisschen Panik dabei. Übelst! Ich also normalerweise, das ist nicht so irgendwie da. So, jetzt verkaufst du deinen Cookie. Verkaufen? Ja, dann kaufst du eine Refillable Potion und einen Controller. Und rennst schnell wieder mit. Refillable? Wo ist die? Nee. Ach ja, rechts. Genau. Und Controller. So. Da war ein bisschen Panik dabei. Du musst dann mit deinen Spells ein bisschen besser warten. Mhm. Und das Wichtigste in dem Matchup ist natürlich dein W. Weil das W gibt dir die Möglichkeit, wegzukommen von deinem Gegner. Ja. Weil du hast ja gesehen, der hat dich sehr langsam nur gekillt. Ja. Und hat alle seine Dashes gebraucht. Und Flash. Und wenn du dein W benutzt, nachdem er halt seine Sachen benutzt hast, dann kommst du halt weg. Ne? So, und jetzt kommt eine wundervolle Phase als Six, wo du gar nichts mehr machen kannst, außer weit hinten stehen und Würmchen werfen. Ja, mag ich.
sieht gut aus, ne? Lass dir ruhig stehen. Unten Schlafwand. Und. Jetzt kommst du mal tap und schaust, was ist meine Strong Side. Und du erkennst alle innen. Alle. Das heißt, du hast keine Strong Side. Okay, aber kann ich hier warten? Jetzt kannst du theoretisch unten für einen Snipe. Genau, da ein Pinkwood reiten. Und jetzt kannst du unten für einen Snipe auf den Djinn schauen, genau. Oh, das kann es werden. Du kannst auch runterlaufen tatsächlich hier. Pass auf die Karte. Oh nee, das ist ein Job. Den kannst du auch killen. Nee, kann ich nicht! Wieso kannst du den nicht killen? Weil der Flash hat. Jetzt Random Snipe an den Djinn. Random Snipe? Okay. Ja! Und nicht dann nach unten laufen, weil du verlierst gerade sehr viel Zeit. Nein, böser Pinkwood, den machst du nicht. Der ist ineffizient. Du musst Mitte deine Wave fixen, weil die freest. Ja. Oh, das war jetzt aber zu viel auf einmal. Also erste Play. Kein Problem, da wird noch mehr. Keine Angst. Ja. Ich hab dich. Ja. Da wird noch viel mehr, wird noch viel stressiger. Nachher wird auch viel mehr geschrien, weißt du? Scheiße, das ist ja nicht meine Vorbereitung. Nein, das ist nur eine sanfte Vorbereitung, wie Midlane wirklich ist, wenn es auch mal schlimm wird. Ja, voll wie eine Geburt ist das ja hier. Jetzt ist es super. Hier Toplane, wenn ihr zu dritten Play findet, ihr habt einen Controller, wäre huge. Ihr könnt den kompletten Turret nehmen. Ihr könnt sowieso. Jetzt, das ist die Chance. Genau, schönes Weh hier. Der Gnar, Follow-up. Okay, liegt dein eh schon unter den TP? Ich habe ihn bekommen. Oh, ja, aber die haben mich markiert, die Alte. Ja, ja. Sehr gut. Aber sie sind noch leicht ruhiger. Okay, super. Und jetzt Nimm den Turret. Das ist wohl schlecht designt. Dein Weh sprengt ihn. Schön, genau. Und jetzt, ne, jetzt wird die oben fließen wollen. Und du bist einfach Mitte und wo stark. Okay. 200 IQ. Aber ohne TP oder so. Du hast ja kein TP. Ja. Aber hier noch eine Bombe? Nee. Nein. Hier unten? Nein. Du rennst jetzt schnell in die Mitte. Ja. Jetzt pushst du hier schnell in die Mitte rein. Mit allem, was du hast. Und die nächste auch noch? Nein. Nächste auch noch? Mit Ult? Ah! Er hat auch verkackt! Wir sind beide schlecht. Dein dominanter Weg nach vorne hat ihn eingeschüchtert. Ja, das stimmt. Er hat ihn dieser dominante Wort in ihn rein. Weißt du, damit hat er nicht getroffen. Nee, überhaupt. Das war brillant. Er hat komplett gekackt. Eine richtige Show hier mal wieder. Oh, der Markov. Das ist der Wahnsinn. Machst du wirklich gut. So, jetzt weißt du das. Oh. Ich mach das wirklich gut. Oh, oh. Jetzt scheiß mal. Ah. Hä? Warte mal. Okay, geil. Du bist hier nicht weggeflogen. So, okay, ich mache jetzt das und dann verstecke ich mich. Nein, und jetzt gehst du vor und guckst, was sie macht. Und wenn du sie siehst, rennst du sofort weg. Run. Ganz genau. Ganz genau. Sofort Panik. Genau. Ich guck jetzt kurz. Mhm. Ja, mal, dann, da? Dann sieht dann so aus, als würde man irgendwas machen und dann. Ja, ist sie denn? Boah, jetzt aber richtig fieses Bett. Oh, du bist aber. Das ist aber der Fertig. Genau, das ist aber. Uiuiui. Schnell, dann flashen wir die. Ja. Hey, ich hab auch geflasht. Sie hat auch geflasht. Sie kann mich nicht. Das geht nicht. Das ist mathematisch unmöglich. Ich hab das gut gemacht. Beide haben Flash verloren. Ja, du hast das sehr gut gemacht. Die Minion Wave muss weg. Weil du hast nämlich jetzt Zeitfenster, die Raptoren zu klauen. Ja! Ach, meine. Ja, genau. Ganz genau. Aber ich sterbe jetzt nicht, oder? Nein, du musst jetzt einfach in deinen Stift. Okay? Du musst versuchen nochmal, weil das ist cool möglichst. Okay? Oh, warte, der resettet. Ich bin Uhr. Und er ist da eingelaufen. So wie so ein Hund. Ich verklick mich gerade übel hart. Tut mir leid. Aber ich push die Wave. Dann Bravo-Zix, jawohl. Und dann jetzt geht's ab. Warte, okay. Aber der da ist. Ja, völlig egal. Jetzt ist es eben. Okay. Ich krieg ihn niemals tot. Jetzt go. Ulti. Genau. Ja, Ziel ist wichtig. Ich hab ein Tor. Hab ich schon das Tor. Und Plätt. Komm, ich bin spät. Aber das Team war auch ein bisschen langsam. Das war okay, aber er hat überlebt. Okay, so, das war okay. Also in der Mitte, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die Akali killt, ist sehr gering. Aber unten habt ihr einen super Play, weil der einen tollen TP-Wort hat. Das ist jetzt natürlich blöd von der Kommunikation und der Gnade ist ja blöd für ihn auch. Ja. So, aber es ist das richtige Play, dafür zu gehen. Und jetzt möchtest du dann noch eine Wave pushen und dann möchtest du als nächstes. Aber da unten ist richtig Party. Ja, du möchtest sehr schnell Bot gehen. Du kannst auch direkt Bot gehen, wenn du möchtest. Aber ja, aber Akali geht vorbei. Du meinst das vorbei. Oh, Mann. Oh, das fühlt sich so gut an. Okay. Ah, okay. Oh, das fühlt sich so gut an, ne? Aber Akali ist sofort da. Also jetzt fühle ich mich wieder schlecht, weil sie kommt jetzt und... Ja. Team. Also, die Entscheidung, die du dir stellen musstest, sind Raptoren ab, die ich fahren muss. Okay, die sind ab tatsächlich. So viel Gold, ich kenne das, die Zahl auch nicht. Nein, jetzt gehst du in Blumen. Ich kenne das nicht. Dann, da gibt es vielleicht mit der B? Hier? Nein, bei deinem Urlaub. Ja.
Genau da. Der kämpft da gerade. Das wird ein guter. Also das sollte gut werden. Die Fell spielt nicht. Oh shit, der sterbt jetzt, oder? Nein. Schön langsam. Gold. Folgeball, genau. Die Ult rein auf mich. Ich bin da reingelatscht. Hier beim Kuh. Da war sehr gut. Gutes E. Sehr, sehr gutes B. Das ist auch eine 1. Baron? Nein. Aber ihr könnt für den Dracolash spielen. Und weißt du, was du jetzt machst? Blue. Nee, Raptoren klauen. Ganz. Erst nimmst du den mit, jetzt warten. Dann klaust du die Raptoren. Und du kannst ja noch üben. Und brauchen einen Put. Oh, massiv. Oh, als hättest du nie eine andere Leben. Jetzt hält ihn hinter mir. Und W. Okay, nice. Der kam nicht rein. Sehr gut. Jetzt nachlaufen, der Fight, das sollte gewonnen sein, ne? Der Double Lift ist ein bisschen lieb gegangen vielleicht, aber. Und wenn die kommen, dann legst du da dein E praktisch hin, okay? Hier so. Ja, wo sie kommen halt. Also zum Beispiel, wenn der jetzt einer durch den Korridor geht, legst du da dein E. Oh, ist das ein Korridor hier? Jetzt kannst du genau. Und dann machst du. What? Das ist gut geworden. Maxim, ich renne, ich habe noch eine Funktion. Genau, jetzt schön aus der Distanz, legt dein E, legt dein. Was ist falsch gemacht? Also, ich habe die Minen geworfen und er hat eine Hechtrolle gemacht und ist da drunter durch. Mhm. Wie so, ist, also, so war das also bei dir aus. Der hat da unter alles durch. Dann ja, Blue? Das ist eine sehr alte Regel. Der Drake ist, glaube ich, auch was Soul Point, ne? Von Drake. Super. Ja, das war nicht super. Ja, schon, dass du Tiny Carrick mit deinem Bild. Ja, war gut, ne? Nein, doch, Max. Aber ich meine, guck dir mal diese alte Regel an. Der Gegner-Analyse. Ja, aber nein, die Gegner kriegen Baron Ace. So, und jetzt könnt ihr Minze durchpushen. Ihr könnt vielleicht, hättet ihr sogar finishen können zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt sehr risky, was ihr hier macht. Wäre noch sowas. Also ich würde sagen, das ist ein Disengage hier. Ja, schönes E. Sehr gut. Ich will mit dem Q arbeiten. Ich brauche die Zeit mit dem D. Genau. Oh, Kali! Super tot. Ja. Oh, ist das ein dummes Design. Ja. Das war leider overstated, ne? Ich war halt hier. Es ist natürlich auch, also der strategische Split-Push-Move von eurem Arne-Carry ist normalerweise auch nicht der Weg, die Games zu spielen. Das könnte leider sogar Game sein hier. Aber 2-1 gegen 4. Wahrscheinlich seid ihr jetzt an dem Punkt, wo ihr Fights ein bisschen anders spielen müsst. Wo ihr nicht mehr in der Aggression sein könnt, sondern wo die Gegner praktisch auf euch engagen müssen. Und dann. Aber wer hält der Kali von mir weg? Ja, das ist so ein bisschen dein Problem mit dem Game. Am besten ist es einfach, wenn du dein E richtig legst, hat sie die Hälfte Leben, bevor sie bei dir ist. Okay. Und dann musst du hoffen, dass jemand anders sie hittet für dich tatsächlich, weil sonst bist du einfach tot. Die gehen unten für den T2, ja, das war sehr, sehr gut. So, und jetzt ist es eine gute Chance, um hier was zu machen. Und frech. Aber kann ich so. Das ist eine Riesenchance. Jetzt mach was. Ich mach was. Ich hab Angst vor dem da. Jetzt wird man auch was. Das Tod wird einfach mal drin. Oh, schöner Hit. Oh! Das ist Deutsch. Du musst Mitte gehen, du musst unbedingt weg. Ich kann nicht. Du musst Mitte gehen. Ah ja, das kann ich. Ein spannendes Game. Ja, da ist mir ein. Ja, richtig spannend. Muss hier wieder ein bisschen nach was gucken. Ist ein Pokédex? Mhm. Also auch mit dem B tatsächlich arbeiten, das ist am leichtesten. Du musst aufpassen. Ich habe Schmerzen am ganzen Körper. Alter, okay. Da waren 1500. Du hast nicht so viele Leben mehr. Das ist nicht so wie Arme. Deine CS ist exquisit, ja. Ich glaube, das ist persönlicher Rekord. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel CS gewonnen. Nicht mal in 6 Minuten. Nee. Doch. Wow. Aber ich gucke immer nicht hin, weil ich mache. Ja. Aber du hast Angst, dass sie nicht treffen. Ja, aber der war halt hier zwack. Oh, ja. Ist dein W und Sonnes? Okay, sehr schöne Sonne. Die Ult gesonnen. Jetzt Flash. Wohin? Also wie auch? Also was? Au. Das ist jetzt. Oh, nee, jetzt die Ult. Nein, aber er hat es getroffen. Ich gehe Base. Ja. Du musst zurück. Weil die können nicht okay, nach vorne. Sie leben im Rausch. Das ist aber der Schlitz. Also das ist wahrscheinlich der. Wir haben verloren. Aber warum? Nee, wir müssen wieder hoffen, dass sie. Ich muss quasi. Du machst weniger Schaden, wenn du rausläufst. Wirst du das jetzt verteidigen? Komm. Ulti rein.
Aber die müssen ja jetzt wirklich, die müssen ja schon stacken tatsächlich. Können wir jetzt einfach den schnell runter? Oh. Ja, ich nehme den noch. Kennst du den auch? Yes. Aber ich... Ah, der Heck wollte doch... Nein, du hast das, die wollen nicht gehen, die wollen nicht gehen. Nein, die wollen nicht. Aber ich hab... Ja, also viel mehr war nicht drin. Ich meine, der hat 900 AD, der Jin. Ja, also, was? Der hat 900 AD?